Ich beginne mit der Aufzeichnung und würde jetzt meinen Bildschirm freigeben. Ich habe mir für dieses Thema das Thema Verwachsungen ausgesucht. Das ist ein typisches bauchchirurgisches Thema. Verwachsungen beschäftigen uns erheblich und es ranken sich sehr viele Mythen um das Thema Verwachsungen. Und deswegen habe ich das Ganze genannt Mythos und Wahrheit. Zu den Mythen zunächst einmal, der eine sagt, er hat so etwas Ziehen im Bauch mit unklarer Ursache. Und dann sagt vielleicht der Hausarzt oder andere, die das ähnlich hatten, sagen, ja, das sind wahrscheinlich Verwachsungen. Wahrscheinlich. Oder vielleicht ist es der Reizdarm oder eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder. Oder ein anderer sagt, ah, wenn das Verwachsungen sind, bloß nicht operieren, denn sonst entstehen neue Verwachsungen. Da ist ein bisschen Wahrheit dran, aber es ist natürlich nicht die ganze Wahrheit und ich möchte versuchen, Ihnen das dann nachher zu erläutern. Und dann gibt es natürlich jemanden, der sagt, ich bin schon x-mal von Verwachsungen gelöst worden, sehr häufig durch den Frauenarzt, also gynäkologisch in Bauchspiegelungstechnik. Und es hat sich eigentlich nichts geändert. Und das ist eigentlich an uns die größte Herausforderung. Herauszufinden, sind die Verwachsungen das Problem oder ist es was anderes? Man muss sagen, dass viele Menschen Verwachsungen haben, allerdings ohne jegliche Probleme. 10% von uns werden mit Verwachsungen geboren, ohne dass es jemals Probleme macht. Wichtig ist, dass der Arzt sogenannte symptomatische Verwachsungen richtig diagnostiziert und behandelt. Symptomatisch sind die Verwachsungen, die Probleme machen. Wie das geht, sage ich gleich. Und wir haben heutzutage eine sehr differenzierte Diagnostik an der Hand, die wir einsetzen können, und zwar schrittweise einsetzen können. Das zeige ich Ihnen dann auch, dass man nicht bei diesen Mythen hier stehen bleibt und irgendetwas versucht, durch Verwachsungen zu operieren, zu lösen, was vielleicht doch etwas anderes ist. Vielleicht tatsächlich doch eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, das gibt es nämlich auch. Das ist eine Darstellung vom Bauch von einem Chirurgen Netter. Damals in Chicago, in der Zeit der Prohibition, konnte er seinen Beruf nicht ausüben, aber er hatte eine immense Erfahrung. Er hat all das aufgemalt, was es so an Krankheitsbildern gibt und hat das auch sehr schön erläutert. Und wir profitieren bis heute von diesen Darstellungen. Und er hat einmal alle Krankheitsursachen, die so herkömmlich waren, die im Gastrointestinaltrakt, also auf dem langen Weg, wenn die Schupfnudel von der Zahnreihe über die Speise, über hier durch das Divertikel heruntergeht in den Magen hinein, hier sich ein Magenkarzinom, einen Krebs anschaut, hier an einem Magengeschwür vorbeigeht, Zwölffingerdarmgeschwür, hier kommt die Galle und der Bauchspeicheldrüsensaft hinzu, hier ist ein Bauchspeicheldrüsentumor. Hier ist ein Tumor im Zwölffingerdarm und dann geht die Schupfnudel 5 Meter lang durch den Dünndarm hier entlang. Hier kann sie auf Würmer stoßen beispielsweise oder auf etwas, das heißt Meckelsches Divertikel. Bei Kindern mitunter zu operieren oder hier ist eine üble Blutung aus der Bauchschlagader. Das ist was sehr Seltenes. Hier hat sich der Darm dann auch noch eingestülpt, manchmal aufgrund eines Polypen. Das hat er hier sehr gut dargestellt, ein sogenannter Peutz-Jeghers-Polyp mit einer Invagination. Ist wirklich ein komplexes Krankheitsbild, was es häufig bei Kindern gibt. Und Sie sehen auch schon, der Darm ist hier blau geworden, ist minder durchblutet. Und dann geht es hier weiter mit anderen Krankheitsbildern in diesem 5 Meter Dünndarm. Und dann kommt ganz zum Schluss, bevor der Dünndarm in den Dickdarm mündet, hier noch eine Engstellung, eine sogenannte Crohn-Stenose, Morbus Crohn, Ileitis Terminalis. Das ist auch ein erhebliches Krankheitsbild. Und hier nochmal eine Einstülpung und dann geht es hinein in den Dickdarm. Und dann ist da hoffentlich wieder freie Fahrt. Hier sehen Sie das, was der Volksmund Blinddarm nennt, übrigens auch wir Chirurgen. Der Blinddarm ist eigentlich dieses hier hinten, das sogenannte Zökum, und dieses ist der Wurmfortsatz. Und Sie alle wissen, dass sich der entzünden kann. Die Schupfnudel ist dann längst nicht mehr Schupfnudel, sondern ist dann so bräunlicher Stuhlgang geworden, steigt hier hoch im Dickdarm, geht den queren Dickdarm entlang, geht hier wieder runter und begegnet hier vielen Polypen oder auch Blutschwämmen oder auch wieder den Würmern. Die sind hier erfreulich klein gezeichnet, die können auch deutlich größer sein, bis Meterlänge kriegen.
Und dann kommt ein bösartiger Tumor, das ist gar nicht so selten, ein sogenanntes Sigma-Karzinom. Hier sieht man es richtig wachsen oder eine Enge machen. Aber das sehr viel häufigere Krankheitsbild ist die Sigma-Divertikulitis. Und hier können Sie sehen, es geht los mit kleinen Divertikeln. Da hatten wir auch schon eine Reihe KE im Dialog, die erhebliche Engstellungen machen und Entzündungen bis hin zu einer Perforation, ein Loch im Darm. Und dann geht es hier schrittweise weiter, auch wieder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die Colitis ulcerosa. Und hier ist etwas, das ist extrem selten, aber das kann es mal geben, ein Fremdkörper im Darm, der Blutungen oder eine Perforation machen kann, bis hin zu einem Krebs ganz am Ende und hier die wohlbekannten Hämorrhoiden. Und dann hat es diese Schupfnudel mittlerweile in Stuhlform geschafft und kann den Magen-Darm-Trakt verlassen. Hier sind also viele Krankheitsursachen, die Beschwerden machen können. Und warum sollen es jetzt gerade die Verwachsungen sein, die Beschwerden machen? Das ist der Auftrag an den Mediziner, an den Gastroenterologen, an den Chirurgen, das herauszubringen. Was sind nun also Verwachsungen? Zunächst einmal sind Verwachsungen Verklebungen unserer inneren Organe und wesentlich ist da an allererster Stelle der Dünndarm, denn davon haben wir 5 Meter und der neigt zu Verwachsungen. Aber es gibt natürlich Verwachsungen überall hin. Das Bauchfell und der Organüberzug, wir nennen das ein Peritoneum, sind mit Nerven versorgt. Und dieses vermittelt uns den Schmerz. Wenn es also zieht im Bauch, dann ist es das Bauchfell in der Bauchhöhle. Oder auch, wenn eine Krankheit in einem Organ drin ist, Sie kennen das beispielsweise, aber auch vom Dauerlauf her, wenn es links wehtut im Bauch, dann ist es eine Kapselspannung der Milz. Dieses Bauchfell vermittelt uns Schmerz. Hemmen Verwachsungen zwischen den Organen die Organfunktion und hier ist wieder an erster Stelle die Darmbeweglichkeit zu nennen, dann können Schmerzen und Unwohlsein auftreten, also die Symptome von Verwachsungen. So sehen nun also Verwachsungen auf in der Großaufnahme. Wir haben das bei einer Spiegelung des Bauchraums gemacht. Hier sehen Sie den Dünndarm, das ganze Rosane ist Dünndarm. Das sind die Verwachsungen, feine bindgewebige Stränge, sehen fast aus wie eine Tropfsteinhöhle. Und hier ist das Bauchfell, das hat so einen wunderschönen rötlichen, gut durchbluteten Bezug. Und meistens ist dieses Bauchfell ziemlich unerkannt, aber Sie wissen vielleicht, dass man eine Bauchfelldialyse bei Nierenerkrankungen über diese große Fläche machen kann. Das hat schon eine erhebliche Funktion. Nun ist die Frage, wie entstehen denn die Verwachsungen? Der Organüberzug, das sogenannte Peritoneum, als natürliche Gleitschicht wird unterbrochen. Da ist also eine kleine Narbe, wo durchaus immer. Durch Narben, das kennen Sie von einer Fingerwunde, tritt Eiweiß aus. Und wenn Eiweiß austritt, dann klebt das. Das wiederum kennen Sie vom Backen. Und dann verkleben benachbarte Strukturen miteinander. Also der Körper hat einen intelligenten Mechanismus, eine Wunde auf diese Weise zu heilen, indem er dort einen Kleber hinschickt. Zunächst einmal findet eine kleine Blutung mit einer Blutgerinnung statt, aber dann kommt dieses Eiweiß, der Kleber. Und das lockt dann durch Ausschüttung verschiedener Substanzen Entzündungszellen an. Und diese Entzündungszellen sorgen für eine lokale Entzündungsreaktion und darüber entstehen dann letztlich bindegewebige Stränge. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit des Körpers, es gibt eine Heilungsmöglichkeit. Er löst das Ganze wieder auf, das nennt man Fibrinolyse. Er kann Eiweiß auflösen. Und wenn dieser Mechanismus nicht gut funktioniert oder die Verwachsung zu stark ist oder das, was die Verwachsung ausgelöst hat, auch zu stark ist, dann klappt es nicht mit dem Wiederauflösen und dann bleiben diese Verwachsungen bestehen. Das ist ein ganz intelligenter Mechanismus des Körpers, der aber an bestimmten Stellen auch mal versagen kann. Das bedeutet also, diese Verwachsungen können erhalten bleiben. Und wenn wir operiert haben, dann ist es so, dass wir nur innerhalb von 14 Tagen wieder gut in die Bauchhöhle hinein können, denn da haben sich die Verwachsungen noch nicht so groß ausgebildet. Sie sind noch nicht so extrem, wie Sie es gesehen haben. Und dann gibt es einen Zeitraum von 14 Tagen, bis gut 3 Monate, manchmal 6 Monate, die der Körper braucht, um diese Entzündungsreaktion im Darm wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen. Und dann können wir auch relativ gefahrlos wieder operieren.
Es bedeutet also, wenn wir nach einem Zeitraum von 14 Tagen, wenn der vergangen ist nach einer Operation, doch wieder in den Bauch hinein müssen, weil dort ein Loch ist oder eine Entzündung oder sonst etwas Krankhaftes, dann ist das eine absolut unerfreuliche Situation, denn wir stoßen auf viele Verwachsungen und setzen auch neue Läsionen am Darm. Deswegen werden wir immer versuchen, das in irgendeiner Weise konservativ, also ohne Operation, zu behandeln. Denn nach 6 Monaten kann man die Operation dann sehr viel leichter machen. Sie können das mit Wetter vergleichen, wenn Sie eine schöne Bergtour machen bei richtig Sturm und schlimmem Wetter, dann werden Sie nicht gut vorwärts kommen und es wird richtig gefährlich sein. Sie kommen nur langsam voran. Und wenn Sie eine Nacht warten, dann ist am nächsten Tag vielleicht wieder strahlender Sonnenschein und da können Sie den gleichen Weg gefahrlos gehen. So ähnlich ist das bei Verwachsungen im Bauchraum. Manchmal können Verwachsungen, aber auch bindegewebige Stränge ausbilden. Wir sprechen dann von Brieden. Und diese einfachen Brieden, die können einen Darmverschluss entstehen lassen. Das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, hier auf der linken Seite. Und hier sehen Sie nun eine schematische Darstellung. Hier ist eine Verwachsung mit der Bauchdecke. Das war etwas, was wir zwischen Dünndarm und Bauchdecke vorhin gesehen haben. Aber es gibt auch Verwachsungen des Dünndarms untereinander. Die sind sehr unangenehm, denn es ist nicht immer so schön wie hier, dass sie genau in der Mitte durchgehen können, sondern es sind Knickbildungen und es hängt ganz eng beieinander. Sie müssen sich entscheiden, wo sie nun durchschneiden. Das steht am Darm leider nicht angeschrieben. Bei dieser Gelegenheit ist es sehr gut möglich und sicher auch kein Fehler, das kann man einfach nicht vermeiden, wenn die Hülle von dem einen Stück Darm zugunsten des anderen Stück Darms leicht verletzt wird. Wenn wir das sehen, dann übernähen wir das mit ganz feinem Nahtmaterial. Da tritt noch kein Darminhalt aus, aber wir wollen, dass diese Hülle, die sogenannte Serosa, intakt bleibt. Es gibt auch Verwachsungen zwischen Dünndarm und Dickdarm. Es gibt Verwachsungen hier zwischen Dünndarm und Sigma. Das ist hier nochmal rausfotografiert. Und wenn diese Verwachsung wie ein Strang wirkt, dann kann es sein, dass die Schupfnudel oder das Essen, der Stuhl, der von hier oben kommt, hier hängen bleibt. Und dann schwillt das immer weiter an und knickt hier ab, denn dieser Fixierungspunkt geht nicht weg. Und hier haben wir einen sogenannten Hungerdarm. Und dann haben wir die ersten Anzeichen für einen Darmverschluss. Wir können versuchen, das dadurch zu lösen, dass derjenige nüchtern bleibt. Wir geben ihm etwas zum Abführen. Wir geben ihm Röntgenkontrastmittel zu trinken. Das wirkt auch sehr abführend. Und dann können wir diese Situation vielleicht doch nochmal lösen. Es gibt Verwachsungen zwischen Dickdarm und Magen. Dann ist natürlich, wenn wir den Magen füllen, wenn wir viel trinken oder viel essen, dann zieht das plötzlich am Bauchfell und tut weh. Es gibt Verwachsungen zwischen dem Dickdarm und der Leber, also praktisch zwischen sämtlichen Organen. Und das kann manchmal eine Gallenkolik vorspiegeln. Dann tut es hier weh und zieht im rechten Oberbauch. Und dann könnte man meinen, derjenige hat eine Gallenkolik. Jetzt steht hier unten, Verwachsungen unter der Bauchdecke. Mit bildgebenden Verfahren lassen sich Adhäsionen, das ist der Fachbegriff für Verwachsungen, nicht erkennen. Das stimmt nicht ganz. Es gibt zwei Untersuchungen eigentlich, das relativ gut nachvollziehen lassen und die nutzen wir auch. Und die Folgen hatte ich Ihnen schon gesagt. Welche Beschwerden können nun resultieren? Zunächst mal kann es ganz unspezifisch sein. Das hängt von der Lage und auch von der Größe der Verwachsungen ab. Man kann ein Völlegefühl haben, aber dann können auch richtig unangenehme Schmerzen und Krämpfe kommen. Das Ganze kann sich aufschaukeln und das ist hier gezeigt. Das ist der Dickdarm, so verkürzte Strecke von der Speiseröhre über den Dünndarm bis zum Dickdarm dargestellt. Und hier ist ein Stopp, wodurch auch immer ein Tumor, eine Knickbildung, was auch immer. Der Stuhlgang bleibt hier hängen, er gärt, bildet Gas, das ist hier dargestellt. Und es führt dazu, dass die Darmschlingen unheimlich geweitet sind. Und der flüssige Bestandteil, der steht hier oben drüber wie ein Spiegel. Und es bewegt sich überhaupt nichts mehr. Wir haben keine Peristaltik mehr. Und deswegen hilft es, wenn wir in dieser Situation zunächst einmal das Stethoskop auf den Bauch halten und hören, ob wir hier Darmbewegungen haben, die sogenannte Peristaltik. Und dann beschreibt man etwas, das nennt sich Grabesstille, also eine völlig gelähmte Peristaltik. Da hören wir überhaupt nichts, wenn hier unten alles zu ist.
Und dann können wir ein Röntgenbild im Stehen machen und dann sehen wir überall in den Darmschlingen diese Spiegel. Und das ist ein typisches Beispiel für einen Darmverschluss. Das heißt nicht, dass das Verwachsungen sein müssen, aber es können Verwachsungen sein. Und dann gibt es weitere Folgen, die gehen hin bis zum Erbrechen und bis zu systemischen Reaktionen mit Schwitzen und Blässe, die man dann auch sieht. Bei einem Darmverschluss sind die Menschen sehr, sehr blass. Der Blutdruckabfall kann resultieren. Und das ist ein wirklich lebensgefährliches Krankheitsbild, wenn man das bestehen lässt. Denn die Bakterien, die sich hier bilden, die können über die Darmwand aufgenommen werden und dann resultiert die sogenannte Blutvergiftung oder wie wir sagen, die Sepsis. Und dann hat derjenige eine Kreislaufreaktion, die noch stärker wird. Er hat Fieber, er hat Schüttelfrost. Und wenn er Pech hat, muss er im Krankenhaus aufgenommen werden und auf die Intensivstation und schleunigst muss die Ursache behandelt werden. Das sind also in der Kette die ganzen Beschwerden, die entstehen durch Verwachsungen. Nun ein paar wenige Zahlen dazu aus einer kanadischen Arbeit, die 27.000 Patienten untersucht hat. Und sie fand, dass der Darmverschluss, wir nennen das Subilius, die Stufe davor, oder den Ileus, manche sagen Ileus, das stimmt aber nicht, es heißt Ileus, war einer der Hauptaufnahmegründe, nämlich ein Sechstel in den chirurgischen Notfallambulanzen in der Abdominalchirurgie in entwickelten Ländern. In Afrika sieht das ein bisschen anders aus. Da sind es entzündliche Formationen, also Abszesse, aber in unseren Ländern macht das ein Sechstel aus und das entspricht auch der Notaufnahme im Klinikum Esslingen. In den USA werden immerhin 350.000 Operationen durchgeführt zu erheblichen Kosten. Es sind häufig auch die Folgekosten, die Intensivtherapie, die manchmal resultiert. Und 75% der Darmverschlüsse sind die Folge von Verwachsungen. Und das wiederum oft nach früheren Operationen. Deswegen sind wir Chirurgen aufgerufen, bei jeder Operation möglichst wenig Ursachen für Verwachsungen zu hinterlassen. Und das gelingt uns zunehmend mehr, seit wir möglichst weniger offen operieren und mehr minimal invasiv. Bei offenen Operationen resultieren etwas mehr Verwachsungen, allein schon durch die große Bauchnarbe. Bei minimalinvasiven Operationen resultieren weniger Verwachsungen, weil die Zugänge, die Narben kleiner sind. Und das können wir also über die Jahre hinweg beobachten. 70 bis 80% der Verwachsungsbeschwerden können ohne Operation, wir nennen das konservativ, behandelt werden. Und in 20% hat man dann erneut Beschwerden. Dazu zeige ich Ihnen gleich noch eine Darstellung. Der Chirurg hat also folgendes Problem, operiert er nicht bei Verwachsungen, weil er sagt, möglichst lange konservativ, so bleiben diese Verwachsungen drin. Und entweder der Darm legt sich so, dass es über viele Jahre hinweg überhaupt kein Problem mehr macht. Aber wir sehen auch immer mal Patienten, die 20, 30 Jahre nach einer Verwachsung bei Blinddarmentfernung beispielsweise, typischerweise ein durchbrochener Blinddarm, der Verwachsung hinterlässt, dann plötzlich einen Darmverschluss kriegen. Und dann müssen sie operiert werden. Operieren wir aufgrund der Verwachsungen, können eventuell neue Verwachsungen entstehen. Es muss nicht sein, aber wenn die Operation erforderlich ist, muss man sie machen. Aber man muss dieses Risiko kennen. Man wird immer möglichst lange versuchen, konservativ zu behandeln. Wie das, da kann ich noch darauf eingehen. Ich kehre nochmal zu diesem Bild zurück. Wie kann man Verwachsungen erkennen? Denn dieses, was wir hier sehen, in den Bauchraum rein, da haben wir eigentlich keine gute Bildgebung, die uns das zeigt. Machen wir einen Ultraschall, dann sehen wir eine verminderte Darmbeweglichkeit oder wir sehen weite Darmschlingen oder wir sehen Flüssigkeit im Bauchraum oder wir sehen einen nicht mehr bewegungsfähigen Darm, die sogenannte Grabestelle, wenn man das Stethoskop draufhängt. Das sind alles Möglichkeiten, wo man indirekt schließen kann, dass dort Verwachsungen sind. Aber eine schwere Magen-Darm-Grippe kann im Ultraschall ganz genau die gleichen Zeichen machen. Das heißt nicht, dass das wirklich Verwachsungen sind. Hier habe ich ein altes Bild von 1956, Enke Verlag in Stuttgart, über den Darmverschluss gefunden. Und die Menschen waren damals so schlank, so richtig ausgemergelt wie dieser Patient hier. Da können Sie richtig die Dünndarmschlingen sehen. Und hier irgendwo muss ein Darmverschluss sein. Und da können Sie versagt Verwachsungen beziehungsweise eine Engstellung des Darmes durch die Bauchdecke diagnostizieren. Normalerweise gelingt das nicht, allenfalls vielleicht bei Kindern noch.
Wie erkennen wir also die Verwachsungen? Durch Hingucken alleine geht es nicht unbedingt. Und wir befragen zunächst mal unsere Patienten, das nennen wir Anamnese. Nach Voroperationen, früheren Beschwerden, Nahrungsunverträglichkeiten, nach der Art der Nahrungsaufnahme, ob derjenige gut kaut, ob die Zähne stimmen, die Prothese stimmt und so weiter, all diese Sachen. Zielgerichtet, und wir untersuchen dann zum einen mit der Hand, das ist ganz wichtig, macht der Bauch einen sehr gespannten Eindruck oder ist viel Luft im Bauch oder hat er einen Schmerz schon bei der Untersuchung? Wir nennen das eine sogenannte Abwehrspannung. Dann setzen wir in der Regel orientierend den Ultraschall ein. Wir können zum Beispiel Gallensteine als Ursache gut erkennen, wenn es im rechten Oberbauch wehtut. Aber es ist natürlich nicht beweisend, dass das die Ursache ist. Und dann können wir ein Röntgenbild machen, eine sogenannte Röntgenpassage machen, indem wir demjenigen noch Kontrastmittel zu trinken geben. Das macht man meistens nur einmal freiwillig, denn dieses Kontrastmittel schmeckt schrecklich. Das ist unheimlich süß, aber es hat einen Riesenvorteil. Es führt gut ab und derjenige hat, wenn es dann irgendwie noch durchgehen kann mit der Passage, dann auch Durchfälle und führt einmal ab. Und der Pfropf ist draußen, so es denn einer war. Der nächste Schritt ist die Computertomographie. Da zeige ich Ihnen dann ein Bild dazu. Und dann gibt es eine spezielle Untersuchung, eine Kernspinnuntersuchung mit dem Namen Selling. Wenn wir also Patienten so orientierend auf der Station aufgenommen haben, wo wir denken, die haben eine Verwachsung, wir müssen es aber jetzt nicht gleich operieren, aber wir wollen etwa eine Vorstellung haben, dann wird während der Kontrastmitteluntersuchung im Kernspin Buscopan gegeben, ein krampflösendes Medikament. Und der Darm erschlafft plötzlich, der Dünndarm. Und erschlaffen können natürlich nur die Stellen, die normal aussehen. Und es können nicht die Stellen, die eng sind, dadurch, dass dort Verwachsungen sind. Und auf diese Weise kann man mit dieser Sonderuntersuchung Kernspin-Selling relativ genau Verwachsungen sehen, zumindest wo man suchen muss. Und wenn diese Untersuchung nicht weiterführt, der Patient aber dennoch Beschwerden hat, dann sagen wir, die nächste Alternative ist in Narkose die Bauchspiegelung. Also wir gucken in den Bauchraum hinein und das sieht dann so aus. Wir sehen hier die natürliche Peristaltik des Darmes. Hier haben wir überall Dünndarm. Diese 5 Meter Dünndarm sind hier aufgespannt. Hier oben ist das Bauchfell, hier sind die Rippen. Wir schauen hier auf die Leber, das ist eine relativ normale Leber. Das Gelbe wird man immer gefragt, das ist Fett, das ist das große Netz im Körper. Also da ist nicht leerer Raum. Den leeren Raum schaffen wir hier nur, indem wir CO2 einblasen. Der mit dem weißen Generalstreifen hier ist der Dickdarm, der quere Dickdarm. Und der zieht hier hinten runter, verschwindet im Fett und hier kommt wieder Dünndarm. Das ist wieder Dickdarm, sogenannte Sigma. Wir machen also eine Rundtour. Die sogenannte Hafenrundfahrt, sagen wir auch manchmal, und schauen uns die Darmbeweglichkeit an. Und man sieht, dass so weiße Beläge drauf sind. Das alles sind so kleine bindegewebige Stränge, das sind Verwachsungsstränge. Aber der Darm ist relativ frei beweglich und der Patient hat keinerlei Beschwerden. Er hatte eine Gallenblasenoperation als Voroperation und die hat bestimmte kleinere Verwachsungen hinterlassen, die aber bei ihm keinen Krankheitswert haben. So viel also zur Bauchspiegelung. Die Computertomographie sieht so aus, vermutlich haben Sie schon Bilder gesehen, man liegt auf dem Rücken, das ist der Blick aufs Becken. Die Gesäßbacken sind hier, das sind die Beckenschaufeln. Man sieht, dass hier die Wirbelsäule ist, das ist die Bauchdecke. Und hier sieht man einen sehr gefüllten Dickdarm, ähnlich wie auf der schematischen Darstellung vorhin. Und hier sieht man einen Spiegel. Da ist Wasser drin und das bewegt sich nicht, deswegen ist das auch nicht durchmischt. Und hier oben ist Gas. Und diese Gasbildung ist natürlich sehr unangenehm und das transportiert nicht weiter. Das ist also jetzt ein Zeichen für einen Darmverschluss. In diesem Fall waren es auch Verwachsungen. Ich habe gesagt, man kann auch ein Bild machen. Ein Röntgenbild im Stehen. Wir machen meistens noch eine zweite Ebene dazu. Da sehen Sie hier den Brustkorb, Sie sehen die Wirbelsäule, Sie sehen das Becken, Sie sehen die beginnenden Oberschenkelknochen, die Hüftköpfe, die man hier sieht. Und dann sieht man hier so eine Gasansammlung. Hier sieht man auch eine Gasansammlung. Das ist der Magen hier. Und wenn man hier ganz genau schaut, das war ein junger Mann,
der plötzlich bewusstlos lag in der Fußgängerzone. Keiner kannte ihn, keiner wusste, was los ist. Man hat dann seinen Pass gesucht und hat ihn auch in die Notaufnahme gebracht und hat dieses Bild gemacht. Da können Sie ja mal überlegen, ob Sie da drauf kommen, was das sein könnte. Sie wissen, wir wohnen ja in der Nähe des Stuttgarter Flughafens. Und wenn Sie hier schauen, da sind alles so kleine Strukturen, die sich hier so rundliche Strukturen, die sich hier andeuten. Dann macht man eine andere Aufnahme, ist ein bisschen härter und dann wird das Bild deutlicher, nicht so viel Überlagerung durch Helles, sondern das ist moderne Röntgendiagnostik mit relativ wenig Intensität, hier tatsächlich Strukturen zu zeigen. Und der eine oder andere wird es dann schon vermuten, was es gewesen ist. Das musste dann auch dringend operiert werden, denn es hat die Bewusstlosigkeit hervorgerufen. Und da waren diese Bodypacker-Strukturen aufgegangen. Sie sehen, das Einwickeln in Reparaturband hat nicht so gut funktioniert und das eins ist aufgegangen und hat zu einer zunehmenden Vergiftung dieses Mannes geführt mit Bewusstlosigkeit und man konnte es eigentlich schon vermuten. Wir haben dann alle rausgeholt. Der Anästhesist hat nebenher schon mal ausgerechnet, wie viel 1.000 Euro wir da herausholen. Aber vor dem OP stand die Polizei und hat das Ganze dann in Empfang genommen. Es erinnert entfernt an dieses, was man essen kann, ist aber nicht das Gleiche. Sieht nur ähnlich aus. Also ein Bodypacker. Röntgendiagnostik, sogenannte Abdomenübersicht. Nun zur Behandlung von Verwachsungen. Wir unterscheiden da, ist es ein drohender Darmverschluss? Dann würden wir zunächst mal konservativ behandeln, nüchtern bleiben, Infusionen, gegebenenfalls Magensonde legen. Das ist nicht sehr beliebt. Die Magensonde muss leider durch das Nasenloch hineingeführt werden, in den Magen hinein. Aber wenn der Magen sehr voll ist und derjenige stark erbricht, ist das eine richtige Entlastung. Das macht man dann vielleicht für 2, 3 Tage, je nach Ursache. Und nach unten hin macht man auch den Weg frei durch Abführmaßnahmen. Ich sagte, Röntgenkontrastmittel, wie bei dem Computertomogramm, führt sehr gut ab. Ist es ein stattgehabter Darmverschluss, dann helfen keine konservativen Maßnahmen. Im Gegenteil, man würde den Patienten in Lebensgefahr bringen, weil die ganzen Prozesse, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, mit der Blutvergiftung, mit der Vergiftung des Körpers, mit der Sepsis stattfinden. Und das muss man chirurgisch lösen. Mittlerweile, je nach Krankheitsbild, würden wir doch einen Versuch machen, das über eine Bauchspiegelung zu machen, minimal invasiv. Manchmal haben wir Glück, dann reicht ein sogenannter Scherenschlag. Das Problem ist beseitigt. Wir warten noch ein bisschen, ob der Darm sich erholt. Oder wir müssen es offen machen. Ich zeige Ihnen dann ein Beispiel dazu. Wir trennen die Darmschlingen voneinander, wenn wir Verwachsungslösungen machen. Versuchen dabei, die Darmwand nicht zu verletzen. Aber wenn der Darm ganz stark geschädigt ist oder schon in der Durchblutung, hilft nur die Darmteilentfernung. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir die zwei Enden wieder anschließen aneinander oder ob wir einen künstlichen Darmausgang machen müssen, den wir dann später wieder zurückverlagern. Hat der oder diejenige keinen Darmverschluss, aber Beschwerden, dann kann man es auch nochmal konservativ versuchen durch eine leichtere Ernährung. Die Möglichkeiten sind allerdings begrenzt. Das kann ein bisschen helfen, also statt 2 große Mahlzeiten am Tag, 8 kleinere Mahlzeiten anbieten, zwischen 6 und 8. Leicht verdauliches, was nicht zu viel Gasbildung macht. Und auch Massagen, physikalische Therapie. Es gibt den einen oder anderen, der zum Osteopathen geht, mit unterschiedlichen Effekten, sage ich mal, ganz wertfrei. Oder man muss dann sich letztlich doch mit dem Patienten so absprechen, dass man eine operative Verwachsungslösung macht. Und da machen wir dann in der Regel vorweg diese Röntgen-Selling-Aufnahme, bevor wir laparoskopieren. Denn das geht ohne Narkose und die Laparoskopie bedingt mal eine Narkose. Das sind also unsere klar definierten Behandlungsmöglichkeiten. Wir müssen herausbekommen, zu welcher Gruppe der Patient gehört. Aus der kanadischen Arbeit, die ich Ihnen gezeigt habe, möchte ich Ihnen nochmal Zahlen zeigen, denn es ist wichtig, dass man gegenüberstellt, wer nicht operativ behandelt worden ist und wer operativ behandelt worden ist. Das interessiert uns natürlich auch, weil wir nicht unbedingt alle immer operieren wollen, auch wenn wir Chirurgen sind, sondern wir möchten einen guten Behandlungseffekt haben. Und dann fragt man sich natürlich, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann operiert wird.
Die Arbeit hat gezeigt, in 20% treten erneut Beschwerden auf, wenn wir nicht operativ behandeln. Also früher nicht operative Behandlung. Und dann kann es erneut zu Verwachsungsbeschwerden führen. Das kann man vielleicht konservativ wieder hinkriegen. Und dann kann es zum zweiten oder dritten oder noch häufiger mal zu Verwachsungsbeschwerden führen. Und dann steigt also jedes Mal die Wahrscheinlichkeit, dass man das dann letztlich operieren muss oder dass es Probleme macht. Das gilt auch für die Gesamtgruppe der 27.000 Patienten. Da findet man ganz ähnliche Bilder. Also die operative Behandlung war der nicht operativen Behandlung überlegen. Das zu dem Mythos, ja, nicht operieren, das macht wieder Verwachsungen. Wenn also Verwachsungen schon mal Probleme machen, dann ist die operative Behandlung der nicht operativen Behandlung überlegen in Bezug auf den Darmverschluss. Hier hat man in der Arbeit auch untersucht, wie viele frühere Episoden von Beschwerden diese Patienten hatten mit Krankenhausaufenthalt, Diagnostik. Und manche Menschen sind wirklich sehr leidensfähig und hatten hier bis 8 Episoden. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass neue Schübe kommen, die steigt so ab dem 6. Schub auf, etwa 60%. Und dann steigt es nicht viel weiter. Da war wahrscheinlich auch die Patientengruppe dann auch zu klein. Man kann sein, ist es der erste Schub oder ist der zweite Schub, dann hat man so 20% Möglichkeit, dass man so davon kommt. Aber mit jedem weiteren Schub wird die Wahrscheinlichkeit geringer, aber die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass es eine ernsthafte Komplikation im Bauch gibt, wenn man das nicht operiert. Sowas haben wir im Hinterkopf, wenn wir unsere Patienten beraten. Nun möchten Sie vielleicht Beispiele sehen. Hier sehen Sie eine 60-jährige Patientin, die hat eben so das Typische gehabt, einen Darmverschluss durch Verwachsungen. Und Sie können sehen, das ist Dünndarm, der sieht eigentlich noch ganz gut aus, aber hier sehen Sie diese engen Verwachsungssträngen. Diese Kurve kann immer bestanden haben, wenn da der Dünndarmstuhl durchgeht, macht das keinerlei Probleme, aber bei ihr hat die Summe dieser Verwachsungen einen Verschluss gemacht, den man offen operieren musste. Hier eine ganz ähnliche Situation, der Dünndarm ist stark entzündlich geschwollen, aber noch kein Loch drin, kein Eiweiß ausgeschwitzt, aber er ist schon erheblich geschwollen. Und hier war es relativ einfach, die Ursache lag hier hinten begründet und das kann man einfach mit einer Schere lösen und die Verwachsung ist weg. Man schaut dann, ob der Darm sich erholt hat und macht dann danach einen langsamen Kostaufbau. Hier ist es ein dickerer Strang, der zum Verschluss geführt hat. Wenn hier eine Dünndarmschlinge reinrutscht, dann hat man einen richtigen Darmverschluss. Sie sehen, der Finger passt genau dahinter. Da würden wir sogenannte Overholz draufsetzen und das Ganze unterbinden und auch durch einen erweiterten Scherenschlag das lösen. Hier haben wir auch, Sie sehen, dass das so weißlich ist. Hier ist ganz dünner Darm, hier ist geschwollener Darm, hier ist erheblich geschwollener Darm. Also der Stock muss irgendwo hier zwischen liegen. Und so war es dann auch. Hier kommt man mit der Pinzette genau dahinter. Diese kleine Brücke hier, die hat dazu geführt, dass der Darmverschluss da war. Nach einer früheren Voroperation leicht zu lösen durch den Scherenschlag. Die Darmdurchblutung kann leiden, wenn Verwachsungen zu einer Abschnürung führen. Und darin liegt ja die eigentliche Gefahr. Und in diesem Fall gab es keine Möglichkeit, dieses Stück Darm zu retten. Der Darm war unwiederbringlich nicht mehr durchblutet und gestört und hat sich auch nicht mehr erholt, sodass man ein ganzes Stück entfernen musste. Das passiert häufiger bei älteren Menschen, bei Altersheimpatienten, die sich vielleicht nicht gut ausdrücken können und die Schmerzen nicht so empfinden oder nicht gut äußern. Wir haben eine 6-Stunden-Regel, wenn man einen Verschluss, eine Darmabschnürung 6 Stunden bestehen lässt, dann wird der Darm unwiederbringlich gestört sein. Aber es gibt Ausnahmen dazu. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin nicht mehr zu operieren, ich habe einen Verwachsungsbauch, in meinen Bauch kommt man nicht wieder hinein. Im amerikanischen Sprachgebrauch spricht man auch von einem sogenannten Frozen Abdomen, wie eingefroren, wie ein Eisblock. Und mitunter muss man dann aber doch operieren und Verwachsungen lösen, weil derjenige solche Beschwerden hat oder einen richtigen Darmverschluss. Und dann sehen Sie, dass hier gar keine normale Darmwand mehr da ist, sondern alles ist überzogen mit verschiedenen Verwachsungen.
auch aus einer solchen Situation kann, wenn man das schön gelöst hat, alles gut ausgespült hat, trotz der Vernarbung der Darmwand wieder eine relativ normale Funktion resultieren, dass derjenige auch wieder normal essen kann. Aber das dauert 6 Monate bis zu einem Jahr. Hier kann man das nochmal in der Großaufnahme sehen. Dieses Stück ist ganz normal. Hier sind auch wieder normale Abschnitte, aber hier hat man überall erhebliche Verwachsungen. Und wir müssen immer prüfen, wie viel wir davon lösen. Jetzt habe ich Ihnen das für den Dünndarm gezeigt. Es gibt es aber auch am Dickdarm. Hier unten zentral gelegen eine Verwachsung, die alles abgedrückt hat. Und der Dickdarm dreht sich um seine eigene Achse. Sie haben ja vorhin gesehen, dass er zur Gasbildung neigt. Und das ist ein ganz stark darmgasgefüllter Dickdarm. Wir kennen den Dickdarm immer an diesem weißen Streifen, der sogenannten Tänie. Und wenn man das bestehen lässt, da kann es ein Loch im Darm geben, eine sogenannte Perforation. Hier mussten wir alles entfernen und für einige Zeit einen künstlichen Ausgang machen. Dann kann natürlich als Alternative zu einer Verwachsung auch ein Tumor bestehen. Und hier war es so, dass wir eine Darmspiegelung gemacht haben und in den Bauch hineingeschaut haben und geguckt haben, uns alles angeschaut haben, Darmspiegelung ähnlich wie vorhin. Sie sehen die Leber, die sieht sehr gut aus. Bisschen kleine Belege. Sie sehen den Magen hier vorne in der Mitte. Hier sehen Sie den Querdarm und das ist Dünndarm. Und der Dünndarm ist atypisch geschwollen. Der sieht nicht normal aus. Er ist also ein Darmverschluss. Die Ursache kennen wir noch nicht. Hier ist ein bisschen so gelbliche freie Flüssigkeit. Das ist auch nicht normal. Es könnte selten mal bei einer schweren Magen-Darm-Grippe so aussehen wie dieses Bild. Aber die Ursache war letztlich eine andere. Hier haben wir uns diese freie Flüssigkeit im rechten Unterbauch nochmal angeschaut. Dort schien irgendwie die Ursache zu sein. Aber sehr viel weiter sind wir mit der Darmspiegelung nicht gekommen. Man entscheidet sich dann, den Bauch aufzumachen. Hier sehen Sie nochmal, wir führen hier einen Tupfer ein und nehmen eine kleine Probe auch für eine Untersuchung. Wir gucken hier unterhalb der Leber, hier guckt die Gallenblase hervor. Die ist nicht die Ursache, ist ausnahmsweise, würde ich sagen, mal unschuldig. Aber der Darm hat eine erhebliche Schwellung und da mussten wir die Ursache klären. Wir haben den Bauch dann eröffnet und Sie können sehen, am Übergang Dünndarm zu Dickdarm ist eine Stelle, die so komisch eingezogen aussieht. Hier sieht sie so buckelig aus und das könnten jetzt Verwachsungen sein. Aber dazu ist es dann manchmal gut, wenn man alles aufmacht und tastet, denn das haben wir mit dem Tupferchen gerade eben nicht tasten können. Ursache ist hier ein Krebs, der sich am Übergang dünn zu Dickdarm entwickelt hat. Das hier alles ist das Krebsmaterial am eröffneten Darm. Und der hat zu einem Stopp des Stuhls geführt und zum Darmverschluss. Nun vielleicht noch zum Abschluss. Was sollte uns nicht passieren? Weder auf der Patientengruppe, die wird hier oben erscheinen, noch auf der Ärztegruppe. Wir wollen also Risiken vermeiden, uns nicht so verhalten wie diese Katze, die doch ein erhebliches Risiko eingeht, auch wenn diese Herren hier sehr wohlerzogen aussehen. Bei den Patienten sollte man aufpassen, dass man, wenn man schon Verwachsungen hat, nicht unbedingt einen Diätfehler begeht. Man sollte gut kauen. Das Gebiss ist sehr notwendig, so lapidar das ist. Gute Zähne sind wichtig für gutes Kauen. Man sollte die Dinge nicht schlingen, die man isst. Wir Menschen sind tatsächlich Schlinger und es lohnt sich wirklich, kleine Portionen auf die Gabel zu tun und gut zu kauen. Denn wenn eine Engstellung da ist, hat es der Dünndarm deutlich leichter, wenn das gut vorverkleinert ist. Sie sollten vielleicht in der Spargelzeit, so wie jetzt, den Spargel meiden. Eine Spargelcremesuppe können Sie zu sich nehmen. Sie sollten in der Herbstzeit dann auch Pilze meiden. Die kleben auch sehr stark aneinander und eventuell Hülsenfrüchte. Die beliebten Linsen mit Spätzle, das würden wir Ihnen dann sagen, wobei möglicherweise die Spätzle gefährlicher sind als die Linsen. Und Nudeln, wenn man Nudeln in großer Menge zu sich führt und auch nicht richtig kaut, passiert das, was Sie im Abfluss haben, Ihrer Küche, wenn Sie da die Nudeln reinschütten. Das ist alles voll. Wenn Sie eine Stuhlregulation betreiben, dann sollten Sie durchaus verschiedene Dinge ausprobieren, wenn es mit der ersten nicht gleich funktioniert.
Das wäre wieder ein abendfüllendes Thema, wie man den Stuhlgang reguliert. Mal ganz einfach gesagt, ausreichend Bewegung, ausreichend Trinken. Wir empfehlen 2 Liter. Morgens kann man schon so ein großes Glas lauwarmes Wasser zu sich nehmen, sozusagen als erste Spülung. Das funktioniert manchmal. Und die heutige Stuhlregulation besteht aus Flohsamenschalen. Es gibt Flohsamen, aber auch Flohsamenschalen. Das ist eine quellende Substanz. Und die Industrie hat diese Quellstoffe auch zur Verfügung gestellt. Wir haben da verschiedene, die man ausprobieren kann, denn nicht jeder verträgt immer alles. Man kann das aber auch auf natürliche Weise versuchen, mit Joghurt im Essen oder ein bisschen Olivenöl im Essen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, bis hin zu Trockenfrüchten, bis hin zu einem morgendlichen Müsli, was man isst. Es gibt viele Möglichkeiten der Stuhlregulation. Wenn es gar nicht geht und der Darmverschluss droht, das ist dann in der Regel etwas für die Station, dann machen wir einen Hebesenkeinlauf, machen also den Weg von unten frei. Und wir geben von oben abführende Substanzen, Bittersalz, das Magnesiumsulfat, was übrigens auch mit hohem Magnesiumanteil in Mineralwasser drin ist, deswegen wirken bestimmte Mineralwasser auch abführend. Oder wir geben Milchzucker, sogenannte Lactulose-Sirup. Und das wirkt auch abführend. Aber das würden wir eher nicht für die Langzeitregulation empfehlen, sondern für die Langzeitregulation würden wir Flohsamenschalen beispielsweise empfehlen. Das klebt nicht ganz so wie die frühere Weizenkleie, die die älteren Generationen zu sich genommen haben. Leinsamen, Weizenkleie, sowas. Jetzt sehe ich Fragen im Chat. Frau Bächle fragt, was heißt Schub? Schub ist eine Etappe. Ich habe einmal Schmerzen und Entzündung, dann geht es wieder vorbei. Das war der erste Schub. Dann geht es mir wieder gut. Ich fange wieder langsam an zu essen. Von der Suppe baue ich auf bis zu einer leichten Kost. Und plötzlich kriege ich wieder Schmerzen und wieder starke Krämpfe im Bauch. Das wäre der zweite Schub. Und das haben diese Kollegen aus Kanada ganz sorgfältig erfragt und aufgelistet. Und in der Regel zählt man die Schübe, die zu einem Krankenhausaufenthalt führen. Dort steht es nämlich dann auch im Arztbrief drin. Nächste Frage von jemand namens Marit. Warum sollte man Spargel meiden? Spargel hat Fasern. Wenn ich mich daran erinnere, als ich als kleiner Bub Spargel geschält habe, saß die halbblinde 90-jährige Oma daneben und hat gesagt, Bub, du schneidest viel zu viel ab von dem Spargel. Die älteren Generationen waren sehr sparsam. Da habe ich es anders versucht, da habe ich nicht so viel abgeschnitten und da blieb zu viel drauf. Und dann war das Ganze sehr hölzern und sehr unangenehm und das schmeckt natürlich nicht gut. Und gerade die langen Fasern am Spargel, die eben nicht so gut gekaut sind oder nicht klein geschnitten sind, die können vor einer Verwachsung mit Engstellung den Darm verstopfen und dann haben wir einen Darmverschluss durch Spargel. Das kann es durchaus geben. An sich ist der Spargel sonst gesund. Gut, es gibt noch eine kleine Frage, wie ist das mit Darmspiegelung bei Verwachsungen? Eher schmerzhaft. Die Darmspiegelung ist ja eher im Dickdarmbereich. Und wenn der Dickdarm nicht zu lange ist und nicht irgendwo fixiert ist an der Bauchdecke, dann geht es relativ gut. Aber, deswegen ist Ihre Frage sehr berechtigt, mitunter kann man durch Verwachsung des Dickdarms eine solche Knickbildung haben, dass eine Darmspiegelung gar nicht möglich ist. Und dann muss man andere Untersuchungen nehmen. Wir empfehlen dann die virtuelle Koloskopie, also eine Computertomographie, wo wir auch Luft einblasen. Die ist zwar nicht ganz so gut wie die Dickdarmspiegelung, aber es wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es noch eine Frage, gibt es ein Risiko von Verwachsung im Bauchraum nach Gebärmutter- und Eileiterentfernung? Ja, das gibt es. Also auch gynäkologische Operationen können Verwachsungen hinterlassen. Insbesondere wenn eine Entzündung vorgelegen hat, dann kann man dort Verwachsungen haben. Das ist manchmal die Ursache, genauso wie eine abgelaufene Blinddarmentzündung. Franks iPad fragt, nach Operationen kommt es manchmal zu Darmlähmungen. Was ist die Ursache? Fragezeichen. Ist es die Narkose? Wir wissen, dass manche Narkosen, aber auch die Öffnung des Bauchraumes
bei dem Darm zunächst einmal in den ersten 3 Tagen zu einer gewissen Darmlähmung führt. Seit wir minimal invasiv operieren, ist das nicht mehr ganz so stark. Und die neueren Narkosemittel und auch Schmerzmedikamente, die wir geben, fördern eher die Peristaltik. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die zu diesen Darmlähmungen beitragen und die sind wohl erkannt. Und aus diesen heraus haben wir vor etwa 15 Jahren ein sogenanntes Fast-Track-Konzept entwickelt, was wir auch schon mal vorgestellt haben, dass wir möglichst nicht diese Darmlähmung bei der Operation haben. Aber es hängt sehr stark damit zusammen, was im Bauchraum gemacht wurde. Ob es eine große offene Operation war, dann kann man diese Darmlähmungen häufiger entwickeln, als wenn es ein kleiner, minimal invasiver Eingriff war. Ich versuche im Chat einmal weiterzugehen, bevor wir dann ganz zum Ende kommen. Heinrich Planck fragt, welche Methoden, Techniken, Materialien gibt es, Adhäsionen zu vermeiden? Unterm Strich gesagt, leider überhaupt keine, sonst hätte ich sie Ihnen vorgestellt. Es gibt Substanzen, die die Industrie anbietet. Das sind Eiweißsubstanzen, bestimmte Eiweißsubstanzen, die wie ein Film sind. Und die Vorstellung ist, dass dieses Eiweiß vom Körper sehr gut aufgelöst wird und dass dann wie 2 Ölfilme aneinander Kontakt haben, aber keine Verklebungen entstehen. So wie wenn Sie auf einen Kleber Öl draufschmieren oder draufsprühen, dann klebt er auch nicht mehr. So kann man sich das vorstellen. Aber in großen Studien, die wir ja immer fordern, wenn wir solche Aktionen machen, ist das eigentlich nicht zweifelsfrei bewiesen worden. Das wird ja heute gefordert, dass man eine Evidenz hat. Man kann das ausprobieren. In meiner Anfangszeit, als ich 2005 nach Esslingen kam, haben wir mitunter, wenn jemand zu Verwachsungen geneigt hat, eine Substanz reingetan, die nannte sich ADEPT, ADEPT. Die finden Sie auch im Internet, aber wir sind dann davon abgekommen, weil es eigentlich keine Evidenz gibt, das zu machen. Es ist so ein bisschen Polypragmasie und die Studien waren nicht überzeugend dazu. Die beste Maßnahme, der beste Schutz gegen Verwachsungen ist folgendes. Erstens, wenn es geht, nur einen kleinen Zugang zu machen zum Bauch, minimal invasiv, denn das hinterlässt weniger Verwachsung als eine große offene Narbe von oben bis unten. Zweitens, wir spülen den Bauchraum, wenn wir fertig sind, sorgfältig aus. So wie jeder gute Handwerker einmal den Staubsauger nimmt und einmal schön sauber macht und seine Hinterlassenschaften beseitigt. So muss es der Chirurg auch machen. Und wenn wir das minimal invasiv machen, geht es auch sehr gut. Wir spülen, wir haben tolle Spülsaugeinrichtungen, können den Patienten auch bewegen auf seinem OP-Tisch und spülen alles sorgfältig aus. Drainageneinlage ist so ein Thema. An Drainagen, das ist ein gewisser Fremdkörper, können sich auch Verwachsungen bilden. Da sieht man Eiweiß. Wenn man nochmal operieren muss, dann sieht man sehr genau, wo die Drainage Gelegenheit hat. Wir versuchen, auf Drainageneinlage zu vermeiden. Aber wenn wir erwarten, dass doch Flüssigkeit aus dem Bauch wieder raus muss, legen wir eine weiche, aus sehr weichem Kunststoffmaterial oder Gummi, eine sehr weiche Drainage ein, die möglichst wenig Probleme macht. Das sind unsere Möglichkeiten, neben der Möglichkeit, wenn wir eine Darmläsion sehen, dass also die Schutzschicht des Darms unterbrochen ist, das gucken wir uns sorgfältig an, dass wir das übernähen. So, wir gehen jetzt noch zu 2 weiteren Dingen und dann können Sie, wenn ich fertig bin, auch nochmal verschiedene Fragen reinstellen, dann gehen wir an der Stelle auch weiter. Es wird gefragt, durch welche Methode kann man eine Verwachsung am Eierstock erkennen. Das geht nur durch die Bauchspiegelung oder vielleicht durch den Ultraschall. Da kann man gucken, wenn man viel Glück hat, ob im Bereich dieser Operation, wo auch der Schmerz angegeben wird, ob da eine Beeinträchtigung der Darmbeweglichkeit ist. Man könnte das beispielsweise mit einem MR-Selling sehen, aber ist nie so 100% sicher. Sicherer ist, man spiegelt, ist leider mit einer Narkose verbunden, aber wenn die Beschwerden erheblich sind, kann man das so machen. Nächste Frage, weiß man, warum der Körper die Verklebungen nach einer Operation nicht auflösen kann und es dadurch zu Verwachsungen kommt? Dazu gibt es zahlreiche Arbeiten, das beschäftigt jede Menge Forschergruppen, warum das so ist.
und wie man es vielleicht durch ein Medikament beeinflussen kann. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn jemand Cortison einnimmt, der diese körpereigenen Entzündungsprozesse, die ja eigentlich gut und heilbar sind, unterdrückt, dass der eher weniger zu Verwachsungen neigt. Wir wissen aber auch, dass es zwischen Individuen erhebliche Unterschiede gibt. Es gibt Menschen, die haben große Operationen und haben keinerlei Verwachsungen. Es gibt Menschen, die haben kleine Operationen mit sehr wenig Gewebeschädigung und die neigen zu Verwachsungen. So, die nächste Frage zu den Netzen behalten wir hier im Chat. Den rufe ich dann wieder auf und dann machen wir an diesem Punkt jetzt erstmal weiter. Das waren also die Pitfalls auf Patientenseite, die Pitfalls und die zu vermeidbaren Risiken auf der ärztlichen Seite, auf der chirurgischen Seite, ist zu schauen, ob Darmwandläsionen vorliegen und die mit ganz feinem Nahtmaterial dann zu übernähen. Der Bauch ist nicht ausreichend gespült, deswegen hatte ich ihn schon beschrieben, wie wir das machen. Und eine Verstopfung, das betrifft genau das, sollten wir behandeln und keine Verstopfung auf sich ruhen lassen. Zusammenfassend also, Verwachsungen können angeboren sein in 10% der Fälle. Sie müssen nicht immer Probleme bereiten, aber sie können. Wir haben mittlerweile gute Möglichkeiten, Verwachsungen zu diagnostizieren, also die Beschwerden, die uns geschildert werden, auch ernst zu nehmen und dann abzuklären, zu behandeln. Und je nachdem, wie stark diese Beschwerden sind, richtet sich danach auch unsere Behandlungsintensität. Die Verwachsungen können eine erhebliche Bandbreite an Beschwerden und an Organbeteiligungen haben. Hier an vorderster Front der Dünndarm, diese 5 Meter Dünndarm, die wir haben, können erhebliche Probleme machen. Das ist eigentlich auch führend. Und sie können leider auch zu monatelangen Krankenhausaufenthalten führen. Damit bin ich am Ende und ich werde jetzt mal meinen Bildschirm stoppen, sodass ich Sie alle sehe und auch sehe, wer die Hand hebt, wer gerne diskutieren möchte. Und ich würde auch einmal kurz die Aufzeichnung dann aufnehmen.